Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Masdak, euer bester Freund. Und ihr seht, heute ist meine bezaubernde Frau mit am Start. Die dachte, wir wären jetzt hier auf ihrem Kanal. Und für diejenigen, die sich wundern, warum wir nicht auf ihrem Kanal sind, obwohl das ein 4-7-Battle ist, naja, das kann ich euch ganz, ganz leicht erklären. Und zwar reagieren wir heute auf ein Battle, wo eine Feministin gegen einen Frauenfeind battelt. Ihr wisst, ich bin nicht so überzeugt von Feminismus und sie ist pro Feminismus. Was laberst du? Stehe ich in der Küche und so? Ja, was redest du dann bitte? Ich küsse dein Herz. Ich meine, man kann ja auch beides machen. Man muss ja nicht nur Pull-Feministin sein und dann, weißt du, was ich meine? Ich bin stimmt. Ein bisschen so, ein bisschen so. Ich bin ein Mischmasch, ist auch super. Und noch was ganz, ganz Wichtiges. Freunde, ich habe vor kurzem erst einen Strike kassiert hier auf dem Kanal und habe gemerkt, das ist ganz kritisch. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen wäre ich euch dankbar, wenn ihr unten in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung wird ihr Kanal verlinkt sein, wo wir beide zusammen Videos ballern tagtäglich. Die machen übertrieben Bock. Checkt es sehr, sehr gerne ab. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst Support da für den Fall der Fälle, dass ich hier mal wieder einen Strike kassiere. Damit der meinen Kanal ausnutzen kann. Yeah! So, das heutige Video, wie eben schon erwähnt, heißt Feministin vs. Frauenfeind. Ich bin übertrieben gehypt darauf. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken am Start. Let's go! Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und willkommen beim Interview zwischen Feministin und Frauenfeind. Die werden sich heute im Battle geisteskranke Punches an den Kopf schmeißen. Und bevor wir überhaupt beginnen, zuallererst, der ist nicht wirklich ein Frauenfeind. Das bedeutet, er hat nichts gegen Frauen. Wir alle haben nichts gegen Frauen. Wir lieben Frauen. Was hat er gerade gesagt? lass! Ich will das trinken, nein! Goss doch eins! Ich schwöre! Goss doch nein, eins! Was jetzt mag ich denn immer alles für dich? Ich schwöre, ohne schwöre, Frau. Ich hab echt nichts gegen Frauen. Das muss man hier fairerweise sagen. Wäre er gar nicht hier. Ja, ja, ich hab echt nichts gegen Frauen. Das muss man hier fairerweise sagen. Auch wenn das in den Streams. So? Nein, ich hab nichts gegen Frauen per se. Gegen Frauen wie dich oder meine Mutter, die noch Frauen sind, die stramm sind, die noch wissen, was für Werte ja, aber du als Frau vermitteln musst. Moment. Und wenn es dann eine Feministin ist, und sie hat kein Kind, sie hat keinen Mann, dann kann sie doch Feministin sein, so wie sie will. Weißt du, was ich meine? Dann lass doch diese Frauen einfach in Ruhe. Ja, gucken wir mal. Masdak, nicht gucken wir mal. Dann schneid du deine Haare. Und er hat nur keinen Bock auf diese Hardcore-Feministinnen. Und ich finde, ein Battle zwischen so einen und einer Feministin zu machen, ist sehr, sehr spannend. Ja. Und das habt ihr euch sozusagen gewünscht und verdient auch. Ne? Deswegen sag einfach selber. Ich bin natürlich kein Frauenfeind, wie er schon erwähnt hat und ja, so auf ein gutes Battle. Natürlich diese Extremfeministinnen, so, die gehen uns alle irgendwo auf den Sack, denke ich mal. Und ja, freut euch auf ein geiles Battle, so geile Unterhaltung und Action. Ich weiß jetzt schon, für wen ich bin. Du noch nicht, ne? Du bist noch so ein bisschen unentschlossen. Schatz, ganz ehrlich, mir ist es doch egal, wer gewinnt. Der gut rappt und Dings, der gewinnt einfach. Okay, was sagst du zu seiner Ansicht? Ich finde das einfach nur eklig, wenn Männer abwertend über Frauen reden, obwohl eine Frau ihn 9 Monate im Bauch getragen hat. Aber seid gespannt auf das Battle, weil hier wird jemand ganz auseinandergenommen. Wo hat er abwertig über Frauen geredet? Er hat gesagt, ey, ich bin kein Frauenfeind. Ich habe eigentlich nur was gegen radikale Feministinnen, was sie offensichtlich zu sein scheint. Wo hat der was gesagt? Ich glaube kaum, dass er seine Mutter hasst. Ich glaube nur, dass sie das im Allgemeinen gesagt hat. Okay, das, da gebe ich ihr recht. Es gibt genug Männer, die wirklich abwertend über Frauen reden. Okay, zu denen zähle ich mich nicht. Ich meine, ich habe dich, ich habe meine Mutter, ich habe meine Tochter, ich lebe in einem reinen Frauenhaushalt. Wenn man jetzt meine Brüder nicht mitzählt. Also du könntest gar nichts sagen, weil du wärst derjenige, der vor der Tür stehen würde, nicht wir. Komm, was du sagst. Ich liebe dich. Oh, liebe dich. Ich liebe dich. Dein Bandana hat geredet. Dein Bandana hat auch geredet. Auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das Battle. Einfach Frauenfeind gegen Feministin. Wow, sowas gibt es echt nur bei Big Difference. Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Checkt die beiden ab und die werden sich jetzt Punches an den Kopf schmeißen. Let's go zum Battle. Bis draußen. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu Big Difference. Ich würde gerne mal wissen, wo die beiden herkommen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie aus den Niederlanden kommt. Warum? Masdak, nein, du bist ekelig. Du bist gemein. Gehst du mal aufs Ostsee? Hey, ich habe nur gefragt, ich habe nur gesagt, Masdak, ich komme. Masdak, schweiß mal, worauf du anspielst. Worauf, warte, sag mir mein Ohr, wie lange ich schon. Ich weiß es, Masdak. Sie liebt meinen Humor.
Nein, ich liebe deinen Humor nicht. Warum, Holländer sind doch korrekt? Wir waren doch vor kurzem erst auch, da. Aber ich weiß auch, woher du kommst. Du bist richtig gut beschichtet im Mastak-Journal. Und heute haben wir ein spannendes Battle für euch. Und zwar battelt heute Feministin gegen Frauenfeind. Macht da mal Lärm! Was ist das für eine Müllcrowd? Macht da mal Lärm! Das will ich hören, auf jeden Fall. Er ist natürlich kein Frauenfeind, ne? Er hat einfach nur Bock auf diese Hardcore-Feministinnen, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Und ich denke, da müssen wir heute mal haben. Er mag Frauen, aber er hat keinen Bock gegen Hardcore-Feministinnen. So, auf die hat keiner Bock. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Arme. Die Feministin wird beginnen, ne? Und wir sind Kaiser Lounge. Checkt auf jeden Fall alle ab. Ab 18 Uhr könnt ihr reinkommen. Bombenladen. Und ich würde sagen, 100, drück auf Play. Frauenfeind zu nennen ist eigentlich sehr gewagt. Er liebte jede Frau, die in seinem Leben war. Seine Ex zum Beispiel findet er mega stark. Schade, dass du ihr nicht weniger als Demeter nähern darfst. Eine Frau wird diesen Pisser blamieren. Doch auch das kann dein kleiner Schwanz nicht kompensieren. Und das trifft dich wie ein Säbelzahn. Sein erstes Date hatte der Schmuck auf der Reeperbahn. Frau gehört in die Küche, was ne Aussage. Neben deiner Mutter lässt du dich von deiner Frau schlagen. Ja, für dich wird das nicht angenehm. Frauenwitze sind kurz, damit sie auch einmal verstehen. Ne Antwort hat die Crow hier verdient. Ihr fragt euch, woher kommt der Frauenhass in ihm. Als er klein war, bestrafte seine Mutter ihn mit ihm. Denn es fiel ihr nicht leicht, einen Beruf so weit zu lieben. Wie kommt der Bastard hier rein? Frauen müssen kochen, putzen, was ist das für ein Scheiß? Frauen kosten Geld, echt traurig dieser Schmutz. Hier ein kleiner Tipp, triff ihn mal außerhalb vom Puff, ey. Anderes Thema, du peinlicher Lutscher. Wie rechtfertigst du dich vor der eigenen Mutter? So eine Vergewaltigung kann ja einfach passieren. Du stehst heute nur hier, weil dein Vater kein Nein akzeptiert. Textlich war es okay, Flow und verständnismäßig, nennt man das so, war es jetzt nicht so geil. Ich habe da nichts verstanden und da waren jetzt nicht wirklich so krasse Momente dabei, wo du sagst, oh. Ja, warten wir mal ab. Kennt ihr noch die mit dieser Bomberjacke da, diese dicken? Die ja, hier. Die war richtig, die war auch sehr gut. Auf ja, ich erinnere mich, stimmt. Ja, das sieht man auf jeden Fall auf meinem Kanal. Die war richtig gut. Aber so vom Flow her, ich glaube, das liegt daran, weil sie das Mikro auch so ganz oben zu nah hatte oder irgendwie so, ja, das war, man hat das nicht gut verstanden, leider. Man muss ja aber auch sagen, fairerweise, die Stimme von ihr ist absolut chirp. Ich dachte gerade, eine männliche Kuh rappt da, aber rein vom optischen her gesehen, finde ich sie echt hübsch, vom Gesicht her zumindest. Kann man sagen, was man will, ist in Ordnung. Starke erste Runde von Feministen, warte mal her! Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Jetzt heißt es im Nachhinein, typischer Macho, ich werde nur auf mein optisches Erscheinungsbild reduziert. Ich glaube, jeder wird auch noch. Frauenpower ist da. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort vom Frauenfeind. 100, drück auf Play. Eigentlich hätte man da nur schreiben müssen, Anti-Fibbel irgendwas. Ja, genau. Er ist aber kein Frauenfeind. Feministinnenfeind. Ja, Feministinnenfeind. Das wäre besser gewesen. Das wäre besser. Weil so Frauenfeind kommt so radikal rüber. Es wird ja wirklich alle Frauen hassen. Ja. Okay. Is ready? Sie lässt sich anwichsen, sie ist gar nicht romantisch. Fickt mit 20 Männern an irgendeinem Stammtisch. Und ihre Ausrede nach dem Ficken ist ranzig. Excuse me, wir haben 2022 her. Und dein Aussehen ist maximal gestört, als hätte Emily zu viel Haftbefehl gehört. Eine Feministin mit einer schlimmen Erkenntnis. Denn sogar die Stimme klingt männlich. Du kackst für ne Pina Colada und nach Feierabend hast du Schließmuskelkater. Ich hasse keine Frau, das brauchst du nicht denken. Denn die Frau ist der allerbeste Freund des Menschen. Sind wir doch mal ehrlich, du siehst aus wie ne Lesbe. Sitzt vor leeren Blättern und studierst deine Rechte. Und ihr fragt euch, warum Feminismus existiert. Na, man muss doch dumme Frauen in die Gesellschaft integrieren. Vorbei, er hat gewonnen. Muss sagen, er ist echt gut. Ihr regt euch nur an über jede kleine Scheiße. Frauen sind die Klügsten und die Erde ne Scheibe. Schicke David Batman, J.K., die B. Rihanna. Die Texte von ihnen sind geschrieben von Männern. Männer!
Besten Köche sind Männer. Besten Songwriter sind Männer. Master, geh selber kochen, wenn du willst. Ja, Team. Krasse Ansprüche, na, kochst du schon vom Hut? Ab in die Küche, wie dein Körper funktioniert. Unfassbare Dummheit. Wer im Monat einmal blutet, kann nicht gesund sein. Ja, yeah, das ist echt. Ich verfänze grad den Beat. Und egal wie nah du kommst, an mein Level kommst du nie. Time. Der war echt gut, ne? Aber sorry, was soll das mit dem einmal im Monat bluten? Das kann doch nicht gesund sein. Ich vertraue also keinem Menschen, der einmal im Monat so viel Blut verliert, dass ein normaler Mensch eigentlich dran sterben würde. Das ist Battle Rap, liebe Feministinnen, deswegen nimmt das nicht persönlich. Und jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde von Feministinnen. 100. Mir der Schwitz drauf. Oh. Fährst du G mit der Bahn, er öffnet Playboy-Heft und sieht seine Mom. Schwöre, er dreht Sarah Wagenknecht den Hals um. Was ist sein Mann im Knast? Artgerechte Haltung. Du bist verzweifelt, planlos und broke. Dein Bordscheinschwein kann man nicht mit Fahrrad abholen. Seitdem ihn die letzte Hure verließ, sieht seine Küche aus wie ein Naturschutzgebiet. Ekelhaft, was du aus deinem Leben machst. Der ist nur Frauenfeind, weil er zwei Väter hat. Nach dem Bett fehlt der Pitchy nur zum Atmen. Er und seine Väter sind two and a half men. Diese Runde ist sie besser dabei. Diese Runde geht bis jetzt an sie, wenn der jetzt nicht wirklich was Krasses droppt. Der war wirklich gut. Er kassierte Korb bei dem letzten Date. Darum hat er Toleranz gegen Pfefferspray. Ich schwör, dich haben Frauen oft verarscht. Drum hat er Silvester am Kölner Hauptbahnhof geplant. Morgens wacht er auf mit Kater und Tränen. Denn er hat in Albtraum alles Schwarzer gesehen. Und bei deinem Gesicht ist halt alles verloren. Bis seit wann ist Marvin Game denn ein Harzer geworden? Vor der ESTEX haben sie Schlampen. Ihr habt mich rausgebracht. Frauen, die vor der ESEX haben, sind Schlampen. Schau dir erstmal bei deinen Eltern und Verwandten. Denn deine Mutter ist bei Gott auch kein Heiliger. Denn sie hat auf Finster ein Bodycount Live-Ticker. Oh! Bodycount Live-Ticker! Mach da mal Level, wir wissen! Yeah! Geisteskranke Runde. Und lass jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von Frauenfeind. Yeah. 100, Druck auf. Sie feiert sich selber. Lass sie doch. Feier sie auf. Yeah. Mich fuckt das so mies ab, dass der so im Buckel steht. Was ist das für eine Haltung? Henny, sein Kopf muss hier sein. Guck mal, wo sein Kopf ist. Pass auf. Gleichberechtigung. Ich mach nen Skandal draus. Du willst eine Frau sein, doch füllst nicht mal nen BH aus. Du weißt nicht mal, wie man Feminismus buchstabiert. Du bist dumm wie Scheiße und nicht lukrativ. Feminismus hat nichts mehr mit Gleichberechtigung zu tun. Du willst sie als Mann durchgehen, dein Outfit passt dazu. Nein, ich bin nicht frauenfeindlich, ich sag nur die Wahrheit. Feminismus verseucht dieses Land wie eine Krankheit. Ich find's cool, wenn man auch für Frauen stimmen kann. Aber trifft bei dir nicht zu, denn du bist der Mann. Ich würde mich schämen für das, was du da machst. Du bist wie deutscher Rap, billig und am Arsch. Planschettechnisch baller ich dir alles in die Fresse. Ist wie letzte Nacht, da gab's alles in die Fresse. Gleichberechtigung, wer gut, doch damit hast du nichts zu tun. Zeig lieber deinen Arsch, das wär doch mal ein Business-Move. Lutsch dich weiter hoch, du lutsch mir sofort ein. Props für deine Blaskunst, dein Vater muss echt stolz sein. Will man sie mal knacken, ist es wirklich scheiße leicht. Werf Fünfer hin und schon macht sie die Beine breit. Was bist du für ein Gegner? Komm schon an, ich sag mir das. Du stehst doch nur hier, weil du vor Seven eingeblasen hast. Ich bin der Typ, Mann, der hat dich absolviert, du Schandenbitch. Und zeig mal, wie viel Mann du bist, wenn dich dann mal eine Karte trifft. Der Arme vor Seven steht und macht so. Ja, warum werde ich immer eingemischt? Weil das, was er gerappt hat, kam vom Herzen. Man hat's gespürt. Ihn fuckt's wirklich ab. Es fuckt sehr, sehr viele Leute ab. Dieser radikale Feminismus, ne? Dieses Übertriebene. Aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, wo bleibt dann diese Gleichberechtigung? Wo ist jetzt in Ukraine diese Gleichberechtigung, wo jeder Mann zwischen 18 und 60 Jahren da bleiben musste, wo nur die Frauen raus abhauen durften und die Kinder? Wo ist denn die Gleichberechtigung? Ja, warum reden wir jetzt von Ukraine? Ja, als Beispiel nur. Ja, Wo waren diese Feministinnen auf Titanic, als es hieß Frauen und Kinder zuerst? Dann sind die auf einmal wieder die strammsten Hausfrauen, die du sehen kannst. Vorher sehen die so aus wie die, mit Kopftuch und männlicher Stimme. Ich gehe. Auf einmal Titanic geht unter. Hey, ich muss jetzt mal in die Küche.
gehen, hat so lockige Haare, so ein Kleid an und so eine Schürze von der Küche und läuft so zum Boot und hat, ich schwöre dir, Heuchler sind das. Das war eine Lüge. Auf jeden Fall. Das war eine Lüge, starkes, ja. Bettel, mach dir mal auf das ganze Bettel. Sorry, ich kam ein bisschen raus wegen der Reihen, auf jeden Fall. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wenn die nochmal kommen sollen, schreibt es auch in die Kommentare. Checkt die beiden auf jeden Fall ab. Das Big Difference. Schatzan, bist du jetzt eine Feministin geworden, oder? Nein, Masak, aber das regt auf. Was soll ich hier sagen? Interessiert das nicht. Mich interessiert das nicht. Wir sind ja auf meinem Kanal, ihr Team. Trink hier, wann ich will. Yalla. Battle Rap und nochmal. Das ist kein echter Frauenfeind, er hat nichts gegen Frauen, er hat nur was gegen Hardcore-Feministinnen. Und sie ist auch keine Hardcore-Feministin. Die supportet einfach Frauen, so Frauenpower. Das ist Battle Rap, so im Battle Rap kann man alles kicken, es wird dir gar nichts zensiert. Deswegen heult nicht rum, Big Difference, 4-7, Kaiser Lounge, wir sind Frauen. Verdreht das nächste Mal nicht, ich gehe jetzt. Mich stört das. Du störst mich gerade auch. So Leute, es war schön mit euch. Ich werde jetzt gehen, weil der Masse geht mir gerade auf die Nerven. Sie muss in die Küche, Leute. Es ist schon zu lange jetzt her, dass sie das letzte Mal in der Küche war. Bestimmt eine halbe Stunde. Geh, kochen. Kochen, ihr Team. Ja komm, mach schnell das Ende. Ich bleib noch schnell hier. Ja, Freunde, so viel zu dem Video. Wie gesagt, checkt sehr. Frauen, seht ihr, das sind Frauen. Immer übertreiben. Küsst eure Herzen, Freunde. Das war unsere Meinung zu dem Video. Natürlich auch alles nur Humor gewesen. Ich fand, der Typ war besser. Ganz abgesehen von meiner Meinung bezüglich dieser Thematik. Wenn die Frau besser gewesen wäre, hätte ich auch safe gesagt, sie ist besser. War sie aber nicht. Ich fand's abtörnend, dass sie ihre Stimme verstellt hat und versucht hat, übertrieben auf hart und stramm rüberzukommen. Natürlich hört sich dann im Text nicht so gut an. So viel zu dem Video, Freunde. Passt auf euch auf. Ich bedanke mich hier nochmal bei meiner ADS-Frau Nebi. In 7 Tagen sind wir 12 Jahre zusammen. Warum nennst du mich ADHS-Frau? Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. ADHS-Frau heißt ja, aber die allerdeutscheste Superfrau. Heißt ADS. Ja. Passt auf euch auf. Wir sehen uns nächstes Video wieder. Bis dann und tschüss. Bitte versucht das nächste Mal nicht mehr so viel zu rülpsen und so in den Videos. Das ist doch voll ekelhaft.